Sie veröffentlichen im September ein neues Buch, es liegt ja auch schon vor uns, der Einzimmermillionär heißt es. Sie bezeichnen so Einzimmerwohnungen ja als hässliche kleine Löcher, aber genau so ein hässliches kleines Loch verlosen Sie jetzt auch im Zuge dieser Buchveröffentlichung. Warum sind das hässliche kleine Löcher und warum verlosen Sie so eine? Also Nummer eins, auf den Begriff bin ich mit einem Makler gekommen in Frankfurt, wo ich mir Wohnungen angeschaut habe, die waren wirklich nicht schön, aber halt sehr ertragreich und sehr zentral. Und er hat gesagt, hören, was wollen Sie mit diesen hässlichen kleinen Löchern? Ich habe gesagt, ich will sie vermieten. Und das hat sich als sehr gutes Geschäft gezeigt. Also kleine Wohnungen sind in der Regel das beste Geschäft. Sie haben die beste Rendite, sie lassen sich am leichtesten vermieten, man ist am besten gestreut und sie lassen sich auch in Krisenzeiten verkaufen und es ist auch für jeden leistbar. Also für eine kleine Einzimmerwohnung braucht man nur 20.000 Euro Eigenkapital. Das kann sich jeder, der fleißig und geschäftstüchtig ist, leisten. Und ich verlose deswegen eine, weil ich sage, okay, ich will was zurückgeben und natürlich auch als Teil des Buchlaunches. Ja? Weil der es gewinnt, der kann dann gleich beginnen. Und für jeden anderen soll es eine Motivation sein, in Zeiten, wo es immer schwieriger wird, Vermögen aufzubauen, wo das Geld zwischen beiden Händen zerrinnt, weil eben die Inflation so stark ist, sieht man ja, egal, bei Flugtickets, bei Hotels, beim Supermarkt, im Restaurant, sieht man überall, ja, dass man eben sein Vermögen aufbaut und finanzielle Freiheit schafft, weil ansonsten wird die Zeit ziemlich rau und düster. Das heißt, Sie würden sagen, in dem Buch ist quasi der Weg beschrieben, wie man direkt zum Reichtum kommt, den Weg, den jeder einschlagen kann? Ja, also wie man direkt zur finanziellen Freiheit kommt. Also jeder, der fleißig und geschäftstüchtig ist und keine groben Dummheiten macht, kann das machen. Was sind grobe Dummheiten? Scheidung, Alkoholismus, Drogensucht, Spielsucht, Egomanie, Konsumsucht, Eigenheim auf Pumpbaum und sich hoch verschulden, teure neue Leasingautos kaufen, die man sich nicht leisten kann. Würden Sie aber dann sagen, Sie haben Scheidung angesprochen, soll man lieber erst gar nicht heiraten oder sich einfach nicht scheiden lassen, wenn es nicht passt? Also aus wirtschaftlicher Sicht ist natürlich a priori die Wahrscheinlichkeit, dass es Scheidung gibt, ist relativ hoch. Das heißt, besser man heiratet gar nicht. Aber wenn man mal geheiratet hat, sollte es treu auf immer und ewig sein, weil sonst wird es womöglich sehr teuer. Und da ist es eigentlich auch besonders dumm, weil es kann sein, wenn ich mich scheiden lasse, dass ich noch immer den Kredit bezahle in einem Haus, in dem ich nicht mehr lebe. Aber auf der anderen Seite, wenn ich keine Wohnung kaufe, habe ich einen gedeckten Kredit, die Miete zahlt den Kredit ab, ich habe viel weniger Risiko und wenn ich jedes Jahr eine kaufe, jedes Jahr 20.000 Euro Eigenkapital auf die Seite legen, eine Wohnung anzahlen, wenn sie abbezahlt sind, dann kann ich davon leben. Habe ich 10 Wohnungen, habe ich 50.000 Jahresnetto-Kaltmiete, entspricht einem Arbeitseinkommen von etwa 70.000 Euro. Das heißt, das System, das basiert eben auch darauf, dass man die Wohnung kauft, man hat dann einen Mieter drin, wohnt eben nicht selbst in diesem kleinen hässlichen Loch. Ist das auch der Weg, wie Sie zu Reichtum gekommen sind? Ja. Also ich meine, es waren eine Vielzahl von Dingen, aber der größte Hebel waren bei mir die Immobilien und fairerweise waren es die kleinen hässlichen Löcher. Ich kann mich erinnern, wie ich in Wien meine erste Wohnung gekauft habe, das war 2005, das war auch nicht gerade eine schöne Wohnung, die hatte so einen uralten Teppichboden, dort hatte der Mieter auch einen Schulfreund von mir, einen Hund, so einen kleinen Pudel. Ja, die Wohnung hat entsprechend ausgeschaut, also die war auch jetzt nicht gerade schön. Und dann habe ich in Frankfurt wirklich 2006 10 kleine Einzimmerwohnungen gekauft. So zwischen 20 und 25 Quadratmeter. Mhm. Sie sagen also einfach mehr arbeiten, um auf diese 20.000 Eigenkapital zu kommen. Ist es tatsächlich so einfach? Also ich denke jetzt auch an Menschen, die vielleicht körperlich beeinträchtigt sind oder vielleicht auch geistig oder die einfach auch familiäre Verpflichtungen haben, die sagen, okay, ich kann halt nicht mehr. Also es gibt Ausnahmesituationen. Ich sage mal, eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern muss schon besonders geschickt sein, über Online-Geschäfte lernen oder irgendwas, was sie von zu Hause machen kann. Es gibt selbst solche Fälle, ja, sage ich auch dazu. Aber natürlich, wenn man fleißig ist, ja, muss man mehr arbeiten, ist klar, mit 35-Stunden-Woche, Teilzeit und sagen, ich habe das und ich muss jetzt die Freundin oder den Lebenspartner, den Freund, ich muss jetzt mich selbst finden und ich muss Yoga machen und ich muss mich da erholen und da ist es zu heiß und da ist es zu kalt, dann wird es nicht gehen, da muss man verarmen. Das hat mir mein Sohn auch gesagt, wer faul ist, muss Dacia fahren, ich befürchte, in Zukunft wird es sogar noch anders ausschauen. Wer faul ist, darf vielleicht nochmal Dacia fahren oder muss Lastenfahrrad fahren. So sehe ich die Zukunft. Das heißt, diese Diskussionen um bedingungsloses Grundeinkommen, die es ja manchmal gibt, da sagen Sie, das ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Geld kriegt nur der, der Leistung bringt. Und die wird kommen, das bedingungslose Grundeinkommen wird kommen, nur mit einer Auflage. Das Geld wird Helikoptergeld sein, mit dem man nichts zahlen kann. Das wird nichts mehr wert sein. Das kommt direkt aus der Notenpresse. Und da wir derzeit in einer Situation sind, wo die Leute immer weniger arbeiten, gleichzeitig viele politische Dummheiten weltweit passieren, in Waffen investiert wird und in Kriegführung, ist es ungefähr wie, wenn der Bär aufs Eis tanzen geht. Wenn es dem Bären so gut geht, geht er aufs Eis tanzen. So sind wir derzeit. Und wenn aber niemand mehr arbeiten will und gleichzeitig auch
die Staaten nicht mehr kooperieren, man Krieg führt, ja, man deglobalisiert und alle möglichen anderen Dinge macht, dann wird das zu einer einfachen Problematik. Wenn immer weniger Leute im Restaurant kochen, Häuser bauen, Flugzeuge fliegen, dann gibt es einfach weniger Flüge, weniger Häuser, weniger Restaurants. Sieht man auch. Die Restaurants machen am Montag zu, am Abend zeitiger zu, die Supermärkte machen zeitiger zu. Man muss auf was warten. Ja? Sieht man ja bereits. Es gibt Wartezeiten, Steuerberater klagen über Personalmangel, die Polizei, die Fluglotsen, die Kindergärtner, wo auch immer hinschaut. Und das bedeutet halt dann, dass der Wohlstand allgemein sinkt. Und ich habe Geld, mit dem ich mir nichts kaufen kann. Ja, sieht man ja auch in der Inflation jetzt ganz gut. Sie sagen aber, den Leuten geht es zu gut. Jetzt haben wir aber diese hohe Inflation. Jetzt gibt es teilweise diese Sturmschäden, die wir ja auch in Österreich haben. Ist es nicht fast ein bisschen Verhöhnung, diesen Leuten zu sagen, ja, euch geht es eh zu gut? Viele kämpfen eigentlich gerade auch um ihre Existenz. Ja, aber trotzdem, als Gesellschaft meine ich. Ist einfach so, das hat man schon gesehen, ich meine, dass in Ländern, wo die Leute generell der Lebensstandard noch niedriger ist, die Leute hungriger sind. Ja? Und fairerweise ist das in der ganzen westlichen Welt so. Natürlich ist es so, ja, es gibt Leute, die kämpfen. Aber kämpfen muss man halt auch mehr arbeiten. Und also es gibt einen Politiker, der sagt, wir brauchen eine 32-Stunden-Woche, damit wird man keinen Wohlstand schaffen. Das wird nicht gehen, weil wenn alle Leute nur 32 Stunden arbeiten, dann wie soll das gehen? Ja, dann gibt es halt noch weniger Fluglotsen. Wenn der Fluglotse weniger arbeitet, dann kann er weniger Flüge abfertigen. Und wenn im Hotel der Koch weniger arbeitet, dann kann er weniger Essen produzieren. Das ist ganz einfach. Okay, dann gibt es halt weniger für alle. Und das meine ich mit Wohlstandsvernichtung. Und dazu kommt global verrückteste Politik. Dazu kommt die ganze Klimapolitik, die wird auch Wohlstand kosten, die politisch gewollt ist. Das ist auch ein politischer Trend in Amerika, in Europa, auch in Asien. Und all diese Themen zusammen, das führen zu einem schlechten Cocktail. Entweder sage ich, ja, ich verarme oder ich streng mich an, bin fleißig, kaufe mir Immobilien und andere Vermögenswerte und dann kann ich von den Vermögenswerten leben und bin finanziell frei. Und wenn dann mein Chef mühsam ist und sagt, ja, und sagt, ich bin so toll und du bist so schlecht, gibt es ja genügend arrogante Chefitäten und Mitarbeiter und Kunden und alles Mögliche, das ist ja alles nicht so leicht, dann kann ich sagen, okay, fuck you. Ja, ich habe meine Immobilien, ich muss nicht, aber wenn ich jetzt abhängig bin, wenn ich jetzt versklavt bin mit Eigenheim auf Schulden, Leasing-Auto auf Schulden, da Konsumschulden. Und mein Chef sagt, bitte kriege ich mir jetzt im Winkel 333 Grad in Arsch und sage, ja, ich bin so toll, obwohl ich wirklich der Volltrottel bin, dann muss ich sagen, ja, du bist so toll und danke, dass ich den Arsch kriechen darf. Weil sonst bin ich pleite. Ganz einfach. Sonst kann ich die Heizung nicht mehr bezahlen und die Stromrechnung und das Essen, wo mir die Inflation davon rennt. Wenn man das jetzt eben nicht will, dann kommt eben hier wieder Ihr Buch ins Spiel. 20.000 Euro, haben Sie vorher gesagt, ja, braucht man. Dann kann ich so ein hässliches kleines Loch, eine Einzimmerwohnung kaufen. Spielen wir das anzahlen kann ich sagen. Anzahlen, ja. Genau, dann kriege ich einen Kredit um 100.000 Euro quasi. Spielen wir das aber jetzt praktisch durch. Jetzt habe ich einen Kredit genommen, da ist jetzt ein Mieter drinnen, der zahlt mir diesen Kredit ab. Dann bekomme ich aber von der Bank doch keinen weiteren Kredit mehr, dann stehe ich doch hier. Die Bank, man hat normalerweise im Leben einmal die Chance, von der Bank Geld zu kriegen. Die meisten Leute nützen ihn fürs Eigenheim, das kostet schon ein paar hunderttausend Euro, kostet selbst ein kleines, aber schnell kostet es auch 500.000 und dann wird das Geld von Verwandten und Bekannten zusammengetragen, um das Eigenheim zu kaufen. Es verschuldet sich hoch und dann ist es aus, dann ist man versklavt. Ich sage immer, wer muss man eigentlich sadomasochistisch veranlagt sein, wenn man sich so viel Arbeit schafft, so viel Abhängigkeiten, so viel Schulden und so einen langen Weg zur Arbeit, der auch noch viel Geld und Nerven kostet. Aber dann ist vorbei. Die andere Möglichkeit, ich sage, okay, ich kaufe jetzt eine Anlegerwohnung, habe ich im Gegensatz zum Eigenheim einen gedeckten Kredit. Mieter zahlt Kredit ab. Ich muss nur dann zahlen, wenn der Mieter nicht bezahlt oder was zum Sanieren ist. Vereinfacht gesagt. Beim Eigenheim muss ich immer bezahlen, wenn ich meinen Job verliere, droht schon der Kuckuck. Und wenn ich jetzt die Bank sehe, okay, das funktioniert, mach das nächstes Jahr wieder. Wenn ich einen seriösen Job habe, wenn ich ordentliche Bonität habe und mir das Geld auf die Seite lege, wird es die Bank wieder machen, weil ich ja viel weniger Schulden habe. Beim Eigenheim habe ich schnell 300.000, 400.000 Euro Schulden. Kommen wir schnell zusammen. Aber das Ganze dauert ja dann auch relativ lange. Also ja, wenn man jetzt sagt, auf jeden Fall mehrere Jahre, weil wenn ich mir jetzt jedes Jahr 20.000 anspare, das ist für viele doch auch dann viel Geld, das pro Jahr anzusparen. Und bis ich dann mal die Wohnung abbezahlt habe oder davon einen Ertrag habe. Ja, es geht halt darum, es ist eine Altersvorsorge, wenn man so will. Ja? Und wenn man zeitig genug beginnt, ist man halt schon mit 50 durch. Ich habe ja Fans von mir, die beginnen recht zeitig, mit Anfang 20, mit der 20 sind ja schon mit 50, habe ich das alles abgezahlt. Aber ich habe natürlich zusätzlich auch einen Vermögensstock. Das heißt, wenn ich mal Geld brauche, weil ich krank bin, wenn mein Kind krank ist oder ich die Ausbildung fürs Kind bezahlen muss, verkaufe ich mal eine. Wenn ich jetzt 10 Wohnungen habe, kann ich mal eine verkaufen, aber noch immer 9. Und durch die Inflation werden die Dinge ja
langfristig mehr wert. Und jetzt ist sicherlich ein guter Zeitpunkt zu kaufen, weil die Preise niedrig sind. Jetzt müssen viele verkaufen, jetzt ist die Schockstarre. Und immer wenn die Preise niedrig sind, ist ein guter Zeitpunkt zum Kaufen. Haben Sie gesagt, Altersvorsorge. Sie haben das aber schon viel früher geschafft. Was war denn dann Ihr Geheimnis? Das müsste ja noch was anderes auch dahinter stehen. Also Nummer eins, habe ich immer sehr gut verdient und ich war auch sehr fleißig. Und natürlich, man kann mit Immobilien natürlich auch noch andere Geschäfte machen. Ich sage mal so, das ist die Basis, die ich sage, da braucht, das kann man neben einem Job machen. Das ist jetzt, erfordert kein Hexenwerk. Da braucht man weder Doktor der Mathematik, noch top verkaufen können, noch hyperfleißig zu sein, noch Hedgefondsmanager zu sein oder auch wohlgeboren sein. Das braucht man alles dafür nicht. Das kann jeder, der fleißig und geschäftstüchtig ist, durchziehen. Das ist kein Hexenwerk. Tun auch Leute in der gesamten, auf der gesamten Welt machen Leute sowas. Von Addis Abeba bis Zanzibar gibt es Leute, die Wohnungen kaufen, vermieten und die Mieter zahlen Kredit ab. Das ist überall so. Ja? Also auch nicht neu, gibt es schon seit vielen Jahren. Was man natürlich noch machen kann, man kann dann Immobilien handeln, man kann sie entwickeln, man kann Bauträgergeschäfte machen, man kann Spezialvermietungen machen über Airbnb. Das heißt, man kann viele andere Dinge auch noch machen und dann noch das Ganze beschleunigen. Und dann kann man noch viel, viel mehr verdienen. Und wer das macht, der kann dann ein Leben im Luxus führen und natürlich früher sehr vermögend werden. Was man jetzt aber an dieser Stelle auch sagen muss, damals, früher, ich sag mal, wie Sie begonnen haben, war auch ein bisschen der Wohnungsmarkt ein anderer. Ist das auch wirklich jetzt noch, vor allem auch in Zukunft, bleibt der Immobilienmarkt auch stabil, sagen wir es vielleicht mal so, oder platzt diese Bubble bald, wie man das ja doch sucht? Also die ist geplatzt. Vor 2 Jahren war es erblasen, da war es zu teuer. Da haben Leute zu überteuerten Preisen eingekauft, mit 3% oder 2% Rendite. Da haben Leute Wohnungen gekauft oder Häuser, ohne sie zu besichtigen. Das war eine Blase. Jetzt fallen die Preise, oder sind teilweise schon gefallen, in manchen Regionen um 30%. Und Tatsache ist, jetzt werden viele Bauträger pleite gehen, die Bautätigkeit wird weitgehend eingestellt. Nach dem Motto, wird das Eigenheim nicht mehr finanziert, kommt ein neuer Mieter hereinspaziert. Was natürlich bedeutet, wenn nichts mehr gebaut wird und Zuwanderung ist, wird irgendwann Wohnraum knapp. Gab es sogar, glaube ich, einen Artikel in der Kronenzeitung dazu. Und wenn der Wohnraum knapp ist, dann was wird passieren? Die Mieten werden steigen. Und wenn die Mieten steigen, werden meine Immobilie mehr wert. Also mehr Cashflow produziert, das ist relativ einfach. Das heißt, ich glaube, es werden jetzt sehr gute Zeiten sein, wenn man in guten Lage Immobilien hat. Man darf keinen Dreck kaufen. Da sind wir aber auch schon bei der nächsten Frage. Wo finde ich denn diese guten, hässlichen Löcher sozusagen? Weil die besten Sachen, unter uns gesprochen, die werden sowieso unter der Hand weitergegeben. Da hat doch jemand, der jetzt, sage ich mal, auf ImmoScout oder auf ähnlichen Plattformen schaut, sowieso keine Chance, oder? Da würde ich widersprechen. Also sowohl in meinen Trainings, also zum Beispiel im Betongold Mentoring, finden Leute auf ImmoScout Wohnungen, die sie kaufen. Mein letztes Haus, was ich in Frankfurt gekauft habe, ein Mehrfamilienhaus, was nicht so leicht ImmoScout zu finden ist, habe ich auch dort gefunden. Also ja, man findet derzeit Dinge dort, weil es ist derzeit ein Käufermarkt. Es wird nicht immer so sein, aber definitiv ja. Man spricht ja auch immer vom Money-Mindset. Das ist ja auch Leute, die im Lotto gewinnen, die sind ja oft nach ein paar Jahren eigentlich wieder genau dort, wo sie davor waren. Was denken Sie, ist der größte Unterschied im Denken jetzt von reichen Menschen und armen Menschen? Also gibt es eine Vielzahl von Unterschieden, aber ich glaube, das Wichtigste ist mal, dass reiche Leute klare Ziele haben, was sie wollen, in der Lage sind, diese Ziele auch umzusetzen, gutes Risikomanagement haben, fleißig sind, ein gutes Verständnis für Steuern und Recht haben, rechnen können, ja, und in der Regel nicht zu viele von den Dummheiten machen. Wenn jetzt jemand sagt, ich will unbedingt anfangen, habe jetzt aber schon ein Einfamilienhaus gekauft, ist jetzt eh schon alles verloren oder kann man das doch noch retten? Also es kommt darauf an, wo das Einfamilienhaus ist und wie viel es individualisiert wurde, also wenn Leute halt sehr viel Wintergarten und Marmorbad investiert haben, das kriegt man nie mehr raus. Hängt auch davon ab, wie es finanziert ist, ob ich jetzt einen günstigen Kredit habe, den ich vor ein paar Jahren aufgenommen habe, oder einen teuren Kredit, ob ich eine Vorfälligkeitsentschädigung habe. Aber man sollte sich irgendwann auch vielleicht sich überlegen, bei günstigen Winters zu verkaufen. Muss man sich aber im Einzelfall anschauen. Nur jetzt ist vermutlich kein guter Zeitpunkt, gerade zu verkaufen, sage ich auch dazu. Was war denn das Schönste, sowohl materiell als auch immateriell, was Ihnen Ihr Reichtum gebracht hat? Also, das Leben, was ich führe, ich sage mal so, das Schönste ist, dass man sehr ruhig schläft. Also auf 1 Million schläft man gut, auf 4 Millionen schläft man besser. Und was auch sehr schön ist, dass man was bewegen kann, dass man Leuten was zurückgeben kann, dass man im Western Punk Academy, die in meinen Programmen, finde ich halt viele Leute, die das dann auch machen. Und die erfolgreich sind, das Spaß macht, dann kann man gemeinsam feiern gehen, gemeinsam Geschäfte machen. Das macht sicherlich sehr viel Spaß. Und was natürlich auch der Fall ist, ich habe einen Sohn, dem versuche ich das auch beizubringen. Das heißt, auch dieses Wissen weitergeben ist da was sehr Schönes. Und materiell, weil jetzt haben wir die immateriellen Dinge gehabt. Was ist so materiell, wo Sie sagen, das war so ein Traum, den habe ich mir erfüllt durch meinen Reichtum, auf den ich extrem stolz bin? Also ich meine, schöne Autos habe ich immer schon gehabt, aber vielleicht, dass man halt wirklich mal im Urlaub mal
nicht aufs Geld schauen muss und solche Dinge. Ja, das macht schon Spaß. Ich meine, jetzt sage ich, übernachte im Hotel für 1000 Euro pro Nacht, ja, gehe mal im Restaurant, ist egal. Es ist einfach, dass egal ist, was es kostet. Ja, ich bin nicht jemand, der das Geld mit drei Händen beim Fenster rausschmeißt, weil sonst werden sie es auch schnell wieder los. Auch wenn sie vermögend sind und, also immer so, das, was ich an Vermögen habe, reicht auf luxuriösen Level für mich und auch für meinen Sohn davon zu leben. Aber nicht, wenn sie es mit beiden Händen rausschmeißen und deppert sind, dann kann das Geld schnell wieder auch loswerden. Viele reiche Menschen wollen auch etwas Gutes tun und spenden auch an wohltätige Zwecke. Machen Sie das auch? Ja, mache ich auch. An welche wohltätige Zwecke? Also ich habe zum Beispiel schon für Schulen gespendet und für Universitäten und solche Dinge. Kommen wir nochmal zum Abschluss zurück zum Buch. Ab wann gibt es das denn? Ab wann können Interessierte das jetzt kaufen? Also, am 19. September erscheint das Buch. Und zur Wohnungsverlosung, wir verlosen ja auch eine Wohnung, kann man sich schon anmelden und alle Informationen über das Buch erhalten auf www.wohnunggewinnen.com. Dort kann man sich mal voranmelden, da kriegt man alle Informationen. Es gibt auch eine Buch-Launch-Party sowohl in Wien als auch in Frankfurt, wo das auch gefeiert wird, wo ich dann auch eine aus dem Buch vorlesen werde. Und dann kann man natürlich auch das Buch entsprechend erhalten. Und wenn man sich auf diese Liste einträgt, kann man dann auch eines mit Signatur von mir bekommen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.